Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich an und dementsprechend herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem neuesten Zehner, den es hier im Spiel gibt, und zwar den Super Conqueror. Der hat ja den FV ersetzt. Für alle, die den FV schon hatten, die haben ja den FV behalten, und alle Nachzügler, die können sich jetzt eben hier diesen Zehner im Spiel freispielen. Ja, ein sehr interessanter Panzer, besonders hier oben natürlich durch seinen etwas anders designten Turm mit diesen beiden Blenden, die dann nochmal für ein bisschen mehr Panzerung sorgen. Auf jeden Fall ziemlich interessant und man muss auch sagen, ein sehr starker Panzer aktuell. 400 Schaden bei 259 Durchschlag, und wenn das nicht reicht, dann gibt es 326 mit Premium. Also da ist alles, was man braucht. Und gerade für den 8er oder teilweise auch 9er Bereich kommen wir auch mit der Normalmunition gut zurecht. Hier habe ich mir ein Replay rausgesucht, wo jetzt vielleicht nicht unbedingt der allerstärkste Damage da vorhanden ist, aber so ein guter Mix. Und dementsprechend sollte das doch ganz ansprechend sein, schätze ich mal. So, den T-34 da einfach mal seitlich schon zweimal reingeballert. Und da sieht man, der Schaden ist durchaus nicht zu verachten. So, jetzt hat er hier leider den Mate vor sich stehen. Und da ist der T-34 aber auch schon hin. Das ging ganz sang- und klanglos. Hier der Reload ist knappe 7 Sekunden bei dem Panzer, so wie wir ihn hier gerade sehen. Also, das ist doch ganz ordentlich. 7 Sekunden für 400 Schaden, kann man mal machen. Natürlich den Jagdpanzer N100, den fürchtet er jetzt dann ein bisschen. Weil der macht dann doch schon ein bisschen sehr viel Damage. Aber bouncen kann man auch einiges mit der Panzerung. Und da sieht man auch, selbst der Jagdpanzer N100 kann mal das ein oder andere Mal abprallen. So wie der T-34 im Feuer auch, mit Premium sogar, oder der S1. Also man sollte die Panzerung von dem definitiv nicht unterschätzen. Aber jetzt denkt er sich, na, vielleicht den Shootout mit dem Jagdpanzer will ich nicht unbedingt so komplett eingehen. Dementsprechend lässt er sich da ein bisschen jetzt zur Seite fallen. Ja, der Super Conqueror vom Gegner, der macht es da nicht mehr lang. Muss nur aufpassen, dass er nicht zu weit rausfährt. Aber ja, da kommt er eigentlich noch rum, ohne dass er hier Schaden erwarten dürfte vom Jagdpanzer. Nur der gegnerische Super Conqueror hat da noch ein Problem gehabt. Deswegen hat er noch eine kleine Respektschelle verteilt mit 440 HP, aber hat halt am Ende des Tages nicht gereicht. Und jetzt der T-32 einfach seitlich. Und der T-100, was macht denn der da? Ich glaube, der hat sich ein bisschen verfahren. Das merkt er auch gerade. Deswegen denkt er sich, hoppala, Rückwärtsgang. Schnell weg. 5-5. Ein unfassbar ausgeglichenes Match bis dato. Auf einer Karte, die ich nicht so gern mag. So, Charioteer. Schnell gekettet. Der T-100, der gibt da auch nochmal einen nach. Muss jetzt aufpassen, weil er hat ja kein Rap-Kit mehr. Also nicht, dass ihm das jetzt zu oft passiert. Ich fährt deswegen ein bisschen seitlich raus. Low Roll mit 318. Also fast einer der geringsten Hits, die man überhaupt in den Panzer anstellen kann. Aber jetzt hat er sich den da entledigt. Der T-100 LT. Auch sehr genau von seiner Kanone her. Sieht man immer ganz gut, wie schnell er da eingeaimt hat. Also da kriegt man schon einen sehr guten Panzer derzeit an die Hand. Das kann man nicht anders sagen. Hat hier schön vorgehalten. Der hat schon gewusst, dass der T-100 da abhaut. Deswegen hat er gar nicht erst auf den Panzer geaimt, sondern vorbei. So, jetzt der ST. 7-11. Sein Team deutlich hinten liegend. Jetzt muss er sich entscheiden. Auf einen muss er drauf. Nicht, dass er da von meinen in die Zange genommen wird. Deswegen nimmt er jetzt den ST. ST prallt ab. Er allerdings nicht. Jetzt kommt der T-100 hier rum. Leider bounced er nicht. Der S1 jetzt auch von hinten. Aber jetzt will er erstmal den T-100 haben. Ja, und der T-100 hatte da einfach natürlich keine Chance. Sein sechster Kill.
Der Krieger ist schon mal in der Haus. Und knapp 1000 Hitpoints hat er auch noch. Er hat den S1 direkt angezündet und der brennt auch sehr gut. Mit dem nächsten Hit macht er ihn da weg und ja, er hätte ihn sogar abfackeln können, lassen können. Siebter Kill. Der Gegner hat noch 5 Panzer, davon eine Arti. Sein Team allerdings nur noch mit dem S1 am Start und ebenfalls eine Arti. Der Skoda dachte sich, er macht einen Drive-By draus, allerdings hat er irgendwie noch vergessen abzudrücken. Und auch der GF war jetzt so ein bisschen sehr hastig. Damit hat er direkt schon die Red Levoltas übersprungen, braucht er eine für die Pool. Wir sehen draußen, ist jetzt noch ein STG direkt bei der Arti, die wird die Arti wohl, naja, keine Chance mehr haben, ist auch schon tot. T-54LT war zuletzt in der Basis gespottet. Ja, und irgendwo ist ja noch die Arti stehen. Er orientiert sich jetzt mal zu seiner Basis vollkommen richtig, weil da eben der STG war. Der S1 pinkt auch sofort schon um Hilfe und er sagt, jo Junge, ich helf dir. Macht der Baba schon. Ja, braucht aber nicht, der S1 macht es davon selbst und da geht der T-54 plötzlich auf. So, er bekommt sofort seinen Hit. Jetzt wird er da gekettet. Da holt er sich aber die Kette sofort wieder, um nochmal einen Hit rauszubekommen. Ja, und jetzt braucht er nur noch einen Treffer. Aber die Kette hier wieder, ich wäre jetzt einfach draufgefahren, ehrlicherweise. Ohne, dass er mich überhaupt kettet, oder selbst wenn er mich kettet, dass er dann dementsprechend zugrunde geht. Jetzt fahrt er hier aufs offene Feld. Da muss er aufpassen, denn da wird die Arti ziemlich sicher auch noch hinschießen können. So, der S1, der fährt nicht mit, sehr clever. Der guckt da die Dreierlinie ab, weil ziemlich logisch wäre, dass der T-54 versucht, hier rumzukommen. Aber das macht er nicht mal. Nee, der stellt sich hier an die Häuserwand und ergibt sich seinem Schicksal. Wobei jetzt der Conqueror seine Pool sich gesichert hat. 10. Kill. Ja, jetzt fehlt nur noch die Arti. S1 schreibt schon, er spottet. Vielleicht will er den gar nicht, sagte ich, naja, mach halt dann 11. 11 ist schöner als 10. Aber da ist schon die Arti offen. Ein Aimen, alle Zeit der Welt. Und Tschüssikowski, GW Tiger P. Das war's schon. 7970 Schaden gemacht, 1515 XP. Und ich glaube, der Panzer, der ist derzeit wirklich gut. Eure Meinung wird mich stark dazu interessieren und auch natürlich, ob ihr euch perspektivisch schon den nächsten Grind, wo das gleiche passieren wird, nämlich den FV-183B holen werdet oder ob ihr sagt, nee, ist mir zu anstrengend, ist mir egal. Also, droppt es in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.